Das erste große Thema in der Informatik ist typischerweise Datenstrukturen und Algorithmen. Datenstrukturen hatte ich Ihnen letztes Mal ansatzweise erzählt, da könnte man auch ein ganzes Semester mit verbringen. Wie bringe ich meine Daten unter und wie komme ich wieder dran? Also was wie Warteschlange und den Stack. Und was ich vorgeführt hatte, war Sparse Matrix, eine Matrix mit ganz vielen Nullen und einigen anderen Zahlen. So, was sind Datenstrukturen? Was ich heute ganz grob einmal zeigen will, tiefer werden wir ja nicht reingehen, das wäre auch wieder ein ganzes Semester in der normalen Informatik, ist Algorithmen. Was für Gedanken gibt es hinter Algorithmen? Wie beurteile ich Algorithmen? Wie messe ich Algorithmen? Also Rechenverfahren oder Problemlöseverfahren. Wie gehe ich bestimmte Probleme rezeptartig an? Das heißt Algorithmus. Wie gehe ich ein Problem rezeptartig an? Ein Löseverfahren oder, wenn es um Zahlen geht, ein Rechenverfahren. Und die typischen Sachen, die man sich da anguckt, es gibt diverse andere, aber was man sich da ganz ausführlich anguckt in einem normalen Informatikstudium, wäre Suchen und Sortieren. Gegeben eine Menge von Objekten, wie kann ich darin ein bestimmtes wiederfinden? Gib mir die Bestellung mit der Nummer so und so viel, finde mir den Datensatz zum Zeitpunkt so und so viel und sortieren. Das sind so die beiden großen Eckpfeiler bei den Algorithmen. Und das möchte ich heute so ein bisschen anschneiden, insbesondere das Sortieren. Das Suchen ist, denke ich, Ihnen in der praktischen Relevanz klar. Sie geben in irgendeine, natürlich klar, welche Suchmaschine einen Begriff ein und finden so und so viel tausend oder Millionen Webseiten. Das hat anscheinend was mit Suchen zu tun. In irgendwelchen Verzeichnissen was suchen, im Telefonbuch nachschlagen, würde man zu Fuß machen. Im Wörterbuch nachschlagen, im Zweifelsfall dann elektronisch machen. All das hat was mit Suchen zu tun. Das kommt anscheinend recht häufig vor. Das Sortieren kann man sich im Alltag vielleicht nicht so gut vorstellen. Wann muss ich irgendwelche Datenmengen sortieren? Das lustigerweise ist das Sortieren oft eingebaut in das Suchen. Stellen Sie sich das Telefonbuch vor. Warum ist das Telefonbuch hilfreich zum Suchen? Es ist deshalb hilfreich, weil es sortiert ist. Es fängt vorne mit A an und hört hinten mit Z auf. Wenn das Telefonbuch nicht sortiert wäre, nach den Anfangsbuchstaben, wäre es ziemlich sinnlos. Da müsste jemand das halbe Telefonbuch durchgucken, um jemanden zu finden. Also ein wesentliches Prinzip, die Suche zu beschleunigen, ist, seine Daten zu sortieren. Nicht nur beim Telefonbuch. In der Informatik wird das dann nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Lustigerweise ist es dann recht einfach, wenn man seine Daten erstmal sortiert hat, ist es recht einfach und recht schnell zu suchen. Insofern macht man aus dem Sortieren ein ganz eigenes Kapitel. Es gibt auch interessante Anwendungen für Sortieren ohne das Suchen, aber eher wenige, muss ich gestehen. Was ich jetzt bringen will, ist nochmal ins Sortieren reinzugucken. Ich glaube, ich werde nochmal irgendwo noch kurz was zum Suchen sagen, aber das ist, was ich heute erzählen will, das Sortieren. Was ist da eigentlich der Kern des Ganzen, was ist der blödste Algorithmus überhaupt, was ist ein etwas besserer Algorithmus dafür, ein Problemlöseverfahren zum Sortieren? Wie kann ich denn überhaupt sagen, dass das besser oder schlechter ist? Das, was man an der Stelle traditionellerweise macht, so analog, man fängt beim ersten Programm an mit Hello World und das erste Sortierverfahren, was man sich anguckt, ist Bubble Sort. Extrem ineffizient, aber gut zu programmieren. Also es ist gar nicht mal so, dass das nie verwendet würde. Wenn ich auf die Schnelle was hinschreiben muss und habe kein Sortierverfahren fertig vorbereitet irgendwo und möchte, dass das in einer Minute zu Ende programmiert ist, warum nicht? Es ist nur eben super langsam. Das sehen wir gleich. Die Idee beim Bubble Sort ist folgende. Sie haben Ihre Daten in irgendeiner Liste. Keine Ahnung, 25, 5, 17, sowas. Sie haben Ihre Daten in einer Liste gegeben.
Das Ziel ist, diese Liste zu sortieren. Also ich möchte auf lange Sicht dahin, dass die 42 oben steht und die 5 unten. Mal gerade gucken, dann käme... Oh, die 17 kommt zweimal, sehr interessant. Die 17 kommt zweimal und dann kommt die 25 und 31. Also das hier ist gegeben. Und das hier hinten ist, was ich haben will. Gewünscht, schreibe ich mal, gewünscht. Eingabe und Ausgabe für diesen Algorithmus. Und was man nun tut beim Bubble Sort, Bläschen, Bubbles, aufsteigende Bläschen, was man guckt ist, man fängt vorne an, vergleicht die ersten beiden und guckt, ob die denn schon mal in der richtigen Reihenfolge sind. Anscheinend nicht, also tauscht man die aus, als ob die 17 aufsteigt. Die höheren Zahlen steigen auf, wie Luftbläschen. So, 5, 17, 25, 31, 17, 42. Und jetzt gucke ich mir die nächsten beiden an. Okay, die sind in der richtigen Reihenfolge. Ich gucke mir diese beiden an. 25, 31 sind auch in der richtigen Reihenfolge. Da muss nichts aufsteigen. 31, 17 sind in der falschen Reihenfolge. Die große Zahl soll nach oben. Die beiden tausche ich aus. 31, 17, 42, 25, 17, 5. Und dann gucke ich mir die beiden oben an. 31, 42 sind auch in der richtigen Reihenfolge. Aber da muss ich nochmal von unten anfangen. Sie sehen, wenn ich das veranstalte, gibt es immer noch Stellen, an denen Blödsinn passiert. 25, 17. Es ist zwar alles eine Stelle vielleicht aufgestiegen, vielleicht sogar mehr Stellen, wenn ich es direkt hintereinander erwische, aber es kann immer noch sein, dass irgendwas übrig geblieben ist, wie hier die 25, 17. Das heißt, im nächsten Schritt mache ich das Ganze nochmal von vorne, gucke unten, 5, 17, richtig, 17, 25, richtige Reihenfolge, 25, 17, falsche Reihenfolge. Hier muss stehen 17, 25 und so weiter und so weiter. Also ich gehe von unten nach oben, gucke jeweils zwei übereinanderliegende an, ob ich die austauschen muss. Und wenn ich dann fertig bin, oben angekommen bin, brauche ich wahrscheinlich noch einen Durchgang und vielleicht noch einen und vielleicht noch einen und vielleicht noch einen. Und zum Schluss werden die Zahlen in der richtigen Reihenfolge sitzen. Das ist der Gedanke hinter Bubble Sort. Das programmieren wir jetzt mal auf die Schnelle. Ich baue mir erstmal irgendein Array, das ich sortieren will. Na, sagen wir mal, vielleicht maximal 1000 Stück. Dieses Array setze ich nicht in die Funktion rein, einfach nur um Speicherplatz an einer anderen Stelle anzulegen. Wenn Sie es in die Funktion reinsetzen, wäre es eigentlich schöner. Aber an der Stelle fehlt eher der Speicherplatz, als wenn ich es außen hinsetze. Das ist jetzt rein technischer Grund. Kosmetischerseits soll ich es lieber innen drin setzen, reinsetzen. Den Unterschied habe ich nie so richtig besprochen, will ich jetzt auch nicht weiter besprechen, warum es außen im Prinzip etwas mehr Speicherplatz gibt als innen. Wenn Sie nachgucken wollen, statische Variablen im Verhältnis zu Variablen, die auf dem Stack angelegt werden. So, dieses Array möchte ich mit Zufallszahlen füllen und dann sortieren. Mit Zufallszahlen füllen, das ist netterweise ja nicht so schwierig. For int, nehmen wir mal i sinnvollerweise gleich 0, i kleiner 1000 i plus plus. Ich gehe dieses Array durch und schreibe Zufallszahlen rein. Die sind ja eingebaut. Die Random-Funktion liefert mir Zufallszahlen, Pseudo-Zufallszahlen. Die sind vorhersagbar, die Zufallszahlen. Aber sie sehen ziemlich zufällig aus. Und die Random-Funktion ist deklariert in Standard-Lib. std.lib.h. So, jetzt habe ich ein Array, das mit Zufallszahlen gefüllt ist. Und jetzt möchte ich einfach das sortieren lassen. Sinnvollerweise schreibe ich das ganze Sortieren in eine Extra-Funktion. Nehmen wir es einfach mal BubbleSort. Mit einem großen S, BubbleSort. Nee, sieht komisch aus, BubbleSort. Der Funktion möchte ich sagen, was sortiert werden soll. Dieses Array. Und C ist ja dumm, C weiß nicht, wie groß so ein Array ist, außerhalb von der Stelle, wo man es angelegt hat. Deshalb schreibe ich hier jetzt noch rein, okay, das Ding hat 1000
Einträge. Sortiere dieses Array A und ich sage der Funktion obendrein, es hat 1000 Einträge. In den höheren Sprachen müssen Sie nicht mehr sagen, dass das 1000 Einträge hat, sondern es gibt dann auch Konstruktionen, bei denen die Sprache das weiß, dass dieses Array 1000 Einträge hat. So, eine Funktion BubbleSort, die nimmt ein Array und eine Anzahl. Schön. Eine Funktion BubbleSort, die nimmt ein Array, nennen wir das doch einfach mal int a, ja, warum nicht? Wobei dieses a jetzt nichts mit dem a zu tun hat, beziehungsweise dem a zu tun hat. Hier hat das a eine ganz neue Bedeutung. Und die Anzahl int n, wie viele stehen drin? Die möchte ich sortieren. Was sollte diese Funktion BubbleSort zurückgeben? Das habe ich bisher noch nicht geschrieben. Was sollte die zurückgeben? Der naheliegende Gedanke ist, dass diese Funktion BubbleSort ein Array zurückgibt. Nun ist das mit den Arrays in C eher ungeschickt. Ein Array zurückgeben geht nicht wirklich gut. Ich kann einen Zeiger auf ein Array zurückgeben. Ich müsste diese Speicherplätze anlegen, irgendwo noch Speicher reservieren. Das macht das alles sehr ungeschickt. Der Trick, den man nutzt, ist folgender. Man gibt kein Array zurück, sondern man sortiert einfach das Array, was einem hier übergeben wird. Hier kriege ich ja nur die Adresse des ersten Eintrags in das Array. Bei welcher Hausnummer steht das Array im Speicher? Und diese Funktion wird jetzt ganz frech sein. Sie nimmt sich dieses Array an der einen Stelle, wo es im Speicher steht, und sortiert es da. Sie gibt kein neues Array zurück, keine Kopie davon wieder zurück, sondern sie sortiert es an Ort und Stelle, in place. Das wäre so das übliche Vorgehen in C, damit man nicht Arrays durch die Gegend reichen muss. Das ist immer ein bisschen ungeschickt. Mal gucken, ob bis dahin soweit alles funktioniert. Project Make. Long for Segment. Ich habe anscheinend einen Prozessor hier eingestellt, der nicht 1000 Einträge kann. Muss einen anderen Prozessor einstellen. Options. Ich glaube, dieser Generic 430X, der darf mehr. Okay. Also je nach Prozessor haben Sie Platz für diese 1000 Ints, 2000 Bytes oder nicht. Jetzt habe ich einen eingestellt, der Platz dafür hat, bei 2000 Bytes. Was mache ich nun in dem BubbleSort, in der Funktion BubbleSort? Wie gehe ich vor? Ich muss also von unten nach oben erstmal gucken, ob der untere echt größer ist, ob der untere echt größer ist als der da drüber, der nächste echt größer ist als der da drüber. Wenn die gleich sind, muss ich ja nicht tauschen. Wenn sie gleich sind, stört es mich nicht, wenn ich sie austausche. Also ich gucke, ob der untere echt größer ist als der drüber, in einer Vorschleife von unten nach oben. Allerdings habe ich dann nur den ersten Durchgang, die erste Blase, die da aufsteigt. Ich muss dann noch dafür sorgen, dass ich mehrere Durchgänge habe. Schon mit dem ersten Durchgang. Also in einer Vorschleife, for int i gleich 0, i kleiner, das überlegen wir uns gleich nochmal, i plus plus. Nebenbei, hier schreibe ich jetzt wieder ganz dreist i für die Variable in der Vorschleife, hier steht auch schon i, aber diese beiden i's haben nichts miteinander zu tun, die leben in getrennten Schweifklammern. Das i lebt nur in dieser Schweifklammer und das i da oben lebt nur in der Schweifklammer, zwei ganz unabhängige Is. So, das soll jetzt das Aufsteigen einer Blase sein. Ich gucke nach, ob der aktuelle größer ist als der nächste. Echt größer ist als der nächste. Ist der aktuelle echt größer als der nächste? Upsili. I plus 1. Wenn das der Fall ist, dann muss ich die beiden austauschen. Wenn nicht, dann eben nicht. Wie kriegen Sie das hin? Wie kriegen Sie die beiden ausgetauscht? Ich habe zwei Speicherstellen. Da stehen irgendwelche Zahlen drin. Vorher. Und nachher sollen die beiden ausgetauscht sein. Wie kriegen Sie das hin? Das ist ja ein Mini-Algorithmus.
Ja, da das sinnvolle Verfahren ist, eine zwischenzuspeichern. Sie merken sich zum Beispiel die 13 in einer Extraspeicherstelle. Kann ich das überhaupt aufmalen? Doch, ich merke mir die 13 in einer Extraspeicherstelle, schreibe die 42 da oben hin und schreibe dann die 13 in die 42. Das ist die übliche Lösung, eine Extraspeicherstelle. Es geht, wenn man das total raffiniert macht, ohne Extraspeicherstelle, aber das führe ich lieber nicht vor. Das versteht kein Mensch. Insofern ist das Beste, einen Extraspeicher zu haben. Also, eine Extraspeicherstelle für mein A von I. Jetzt schreibe ich in dieses A von I den anderen. Den kann ich jetzt ja hemmungslos überschreiben, weil ich ihn mir in B gemerkt habe. Den anderen schreibe ich rein. Und jetzt habe ich für den immer noch den neuen Wert in B. So sähe das, sähe das aus. Den Wert von A von I merken, A von I mit dem anderen überschreiben und den anderen jetzt mit B überschreiben. Dann habe ich die beiden ausgetauscht. Das wäre ein Schleifendurchgang für Bubble Sort. Wie oft muss ich den machen? Vielleicht ist ein billiger Trick, sich das einfach am Modell hier anzugucken. Wenn ich 6 Zahlen auf diese Weise verarbeiten will, vergleiche ich die ersten beiden, Vergleich 1. Ich vergleiche die zweiten beiden, Vergleich 2, 3, 4, 5. Sie sehen, ich brauche für diese 6 Zahlen 5 Vergleiche. So würde ich mir das überlegen, einfach mal mit eine Handvoll Zahlen ausprobieren, dann ist klar, wenn Sie für die 6 Zahlen 5 Vergleiche brauchen, brauchen Sie für 1000 Zahlen 999 Vergleiche. Oder für n, hier hatte ich ja allgemein n reingeschrieben, bräuchte ich n minus 1 Vergleiche. I fängt ja mit 0 an. Insofern sind es wirklich n minus 1 Vergleiche. Man sieht es auch hier an dem i plus 1, wenn ich hier bis n gehen würde, wäre i plus 1 ein kleines Problem. N minus 1, dann haut i plus 1 hin. Wenn ich hier nur bis n minus 2 gehen würde, würde ich nicht alle in der Liste durchlaufen. Es kämen hier nicht alle in der Liste vor. Das wäre auch komisch. Das wäre so ein Warnzeichen, dass es nicht funktioniert. Hier sollte also n minus 1 stehen. Soweit ist das jetzt ein Durchlauf für dieses Bubble Sort. Der erste Durchlauf. Jetzt kann es aber sein, dass ich weitere Durchläufe bräuchte. Was mache ich? Also diese Vorschleife gehört nochmal in eine Vorschleife, dann sinnvollerweise. Und j ist gleich 0, j kleiner. Das ist wahrscheinlich zu viel, j kleiner n. Wenn ich für die 1000 Elemente wirklich 1000 Durchgänge mache, aber ich bin faul, mir das jetzt zu überlegen, ich lasse das einfach mal stehen. Es macht den Braten nicht fett, ob Sie hier j kleiner n oder j kleiner n minus 2 oder j kleiner n minus 1 schreiben. Da sind wir auf der sicheren Seite. Wenn das größte Element ganz unten steht, naja, dann werde ich mit n-Vertauschungen von dem ganz unten sicherlich am Ziel sein. Das ist sicherlich zu viel, aber wird funktionieren, muss ich nicht lange nachdenken. Gleich gibt es eine bessere Lösung. Aber das wäre erstmal die brutale Lösung. Na, ich mache das Ganze 1000 Mal. Dann müsste man hier eigentlich schon das Ganze in Aktion sehen können. Ich sollte die Optimierung mal ausschalten, um Überraschungen beim Einzelschrittmodus vorzubeugen. Ja, dieses SMT will ich nicht. Ich will. Statics haben. Da ist meine Variable a. Bisher steht noch nichts drin. So, jetzt sind Zufallszahlen drin. Das war die Vorschleife mit den Zufallszahlen. Da sehen Sie diese Tabelle mit 1000 Zufallszahlen. Und jetzt kommt Bubble Sort. Ein weiter. Was ihn etwas beschäftigt, offensichtlich. Gut, den wir Weile haben. Ich hätte es nicht mit 1000 machen sollen. Aber das
zeigt schon den Punkt, auf den ich hinaus will. Es gibt Sortierverfahren, die sind schneller, und es gibt Sortierverfahren, die sind langsamer. Und wir scheinen hier jetzt gerade eins zu haben, das sehr langsam ist. Andererseits könnte ich jetzt ja mal anhalten und gucken, wie weit er gekommen ist. Ich halte ihn mal an. So schlecht sieht das ja gar nicht mehr aus. Also ist jetzt mittendrin. Wir können mal gerade gucken, bei welchem Durchgang er ist. Anscheinend ist er schon viel zu weit. Er macht jetzt seine N-Durchgänge hier ganz pflichtschuldig und ist wahrscheinlich schon längst fertig, ohne dass er es weiß. Können wir gerade gucken bei den Locals. Okay, also er hat jetzt 892 von diesen Äußeren. Mein Neusern hatte 892 von 1000, ist aber anscheinend, denke ich, schon fertig sowieso. Er hat es gar nicht gemerkt. Sehen, die Liste sieht doch schon sehr sortiert aus, doch, ne? Okay, da haben wir noch einen schief, stimmt. Der müsste jetzt also noch weiter aufsteigen. Aber im Großen und Ganzen sieht das Ding praktisch sortiert aus. Stoppen wir ihn da mal. Was einen nun in der Informatik interessiert, ist die Komplexität, in Anführungszeichen, so nennt sich das dann, die Komplexität dieses Algorithmus. Gemeint ist die Laufzeit. Wie verhält sich die Laufzeit dieses Algorithmus, wenn ich verschiedene Anzahlen an Eingabegrößen habe? Was passiert, wenn ich den mit 10 Sachen starte, 10 Sachen sortieren? Was passiert, wenn ich den mit 100, mit 1000, mit 2000 starte? Wie verhält sich die Laufzeit? Wird die Laufzeit etwa proportional zur Anzahl sein? Wird sie schwächer steigen? Wird sie stärker steigen? Das wäre die Laufzeitkomplexität. Und das können wir jetzt einfach hier mitstoppen. Den 1000 ist wahrscheinlich ein bisschen viel. Ich baue noch ein bisschen was drumherum, damit ich verschiedene Anzahlen an Elementen ausprobieren kann. Ich baue hier noch eine Schleife drumherum. For int n heißt das dann gerne. Wie viel Eingangsdaten man hat, wie groß die Datenmenge ist, mit der man reingeht. Dann fangen wir vielleicht mal an mit 5 Sachen sortieren. Wir sehen, 1000 ist ja ein bisschen langweilig. Ich sage mal maximal 100 dann am Ende. Und das soll er jetzt nicht in einer Schritten machen. Er soll nicht erst 5 sortieren und dann 6 sortieren und dann 7 sortieren. Das ist ja ein bisschen langweilig. Ich sage hier mal n mal gleich 2, dass er immer das Doppelte nimmt. Also er soll machen 5, 10, 20, 40, 80 in diesem Fall. Als ob ich Messwerte bestimme. Stellt sich ein physikalisches Experiment vor, das ist jetzt ein informatisches Experiment. Ich messe gleich die Laufzeit, nicht ganz die Laufzeit, aber so ungefähr etwas wie die Laufzeit meines Programms, für verschiedene Größen der Eingabedaten. Ich starte mit, sortiere 5 Sachen, dann mal 2, sortiere 10 Sachen, sortiere 20, 40, 80 Sachen und möchte mir jeweils angucken, wie viel Aufwand das ist. Wie wächst der Aufwand mit der Anzahl der Eingabedaten? Das ist eine ganz übliche Frage. Das muss man hier gerade mal gucken. Das heißt, ich muss hier auch nur n Sachen mit Zufallszahlen füllen. Hier muss ich sagen, sortiere n davon. Wenn ich hier sage 100, sollte ich da eigentlich auch sagen 100. Vielleicht machen wir das ganz offiziell. In C++ würde man jetzt was mit const schreiben. In C schreibt man jetzt was von wegen define. Machen wir sowas wie maximum number of elements 100. Und dann kann ich hier die 100 einsetzen. Und hier die 100 einsetzen. Und wenn ich mich gleich entscheide, vielleicht nicht 100 als maximale Zahl zu nehmen, sondern 200, schreibe ich hier einfach die 200 rein. Und überall im ganzen Programm steht die 200. So, jetzt geht er mir das automatisch durch mit 15 und so weiter. Aber ich muss natürlich noch irgendwie erfahren, was rauskommt. Und er muss irgendwie mitzählen. Was man streng genommen machen müsste, ist tatsächlich jetzt hier die einzelnen Befehle mitzuzählen. Hier haben wir ein
wir setzen was auf Null, hier vergleiche ich, hier addiere ich was, was auf Null setzen, vergleichen, was addieren, noch was abziehen, hier zwei vergleichen, hier was zuweisen und so weiter. Eigentlich müsste ich jetzt zählen, wie viele Befehle ausgeführt werden. Das ist ein bisschen aufwendig. Was ich stattdessen einfach zähle, ist, wie viele Vergleiche gemacht werden. Ganz dreist hier. Bevor der Vergleich gemacht wird, zähle ich einfach. Das ist Pi mal Daumen eine Konstante mal die Anzahl der einzelnen Befehle. Für jeden Vergleich wird es noch so und so viele andere Befehle geben, Pi mal Daumen. Und weil ich faul bin, zähle ich jetzt einfach nur die Zahl der Vergleiche. Das ist ein üblicher Trick bei diesen Suchverfahren. Merke mir das in irgendeiner Variable, die anscheinend Count heißt. Und die muss ich leider jetzt außerhalb bauen. Wenn ich das so baue, könnte ich hier auch noch irgendwas übergeben oder ähnliches. Aber ich bin jetzt heute mal ganz faul, schreibe das einfach außerhalb hin. Globale Variable außerhalb. Und dann zähle ich hier dann jeweils mit, wie viele Vergleiche gemacht werden. Dann muss ich hier natürlich dafür sorgen, dass ich erstmal die Zahl auf 0 setze jedes Mal, bevor ich das mache. Und dahinter baue ich jetzt einfach eine Ausgabe mit der Funktion printf, die wir nur so am Rande hatten, printformatted. Das erste ist ja so eine Zeichenkette, die sagt, wie ausgegeben werden soll. Das Format, die Formatzeichenkette. Und was möchte ich ausgeben, schreibe ich dahinter. Ich möchte dieses n ausgeben und ich möchte natürlich hier die Anzahl ausgeben. Und hier vorne sage ich das Format. Sie können einfach hier eine Zeichenkette angeben, dann wird nur die Zeichenkette ausgegeben. Und wenn Sie jetzt hier irgendwo %d reinschreiben, setzt ihr diese Zahl an diese Stelle in die Zeichenkette und wenn Sie nochmal irgendwo %d reinschreiben, setzt ihr die zweite Zahl an die Zeichenkette. Ich bin jetzt hier einfach wieder mal faul und mache nur Folgendes. Es soll das ausgeben. Eine Zeichenkette. An der ersten Stelle steht diese Zahl n, die Größe der Eingabe, Leerzeichen und an der zweiten Stelle, oh, %d natürlich, %d, an der zweiten Stelle hier steht einfach die gemessene Anzahl an Vergleichen. Und damit es hübscher wird, sage ich noch Zeilenumbruch, das haben Sie auch schon gesehen, das Sonderzeichen für Zeilenumbruch ist \n, der erzeugt jetzt einen Zeilenumbruch dahinter noch. Vorsicht, dieses n hat wieder nichts damit zu tun, das n ist der Name einer Variable und dieses \n ist der Name eines Sonderzeichens, new line, neue Zeile. Damit printf geht, brauche ich hier noch Standard ein Ausgabe, include Standard Input Output, Standard IO, include st, upsala, st, wird das? stdio.h. Ich glaube, dann ist alles da, wo es sein muss. Gucken wir uns das an. Ich brauche das Terminalfenster. Diese eine Ausgabe geht ins Terminalfenster. Sie sehen, warum printf bei den Mikrocontrollern so selten vorkommt. Wo habe ich da ein Terminalfenster für den Chip, der irgendwo im Auto verbaut ist? Hier habe ich jetzt auf dem Rechner ein Terminalfenster und nun sollte ich eine Liste sehen, Anzahl und Anzahl der Vergleiche. Größe der Eingabe sollte ich sagen und Anzahl der Vergleiche. So, und heute wieder die Disassembly. Also, er scheint mir sagen zu wollen, wenn ich fünf Sachen in der Liste habe, braucht er 20 Vergleiche. Wenn ich 10 Sachen in der Liste habe, braucht er 90 Vergleiche, 380 Vergleiche. Warte mal gucken, ob ich das hier tatsächlich in eine Tabellenkalkulation lebendig kriege. Sehr schön. Okay. Jetzt können wir uns den Zusammenhang angucken. Offensichtlich ein quadratischer Zusammenhang. Das sind so dann die üblichen Diagramme, die man baut. Hier auf der X-Achse habe ich die Größe der Eingabe, wie viele Daten sind in meinen Algorithmus reingegangen. Und auf der Y-Achse steht etwas, was die Laufzeit beschreibt. Wie gesagt, hier habe ich jetzt einfach gezählt, wie viele Vergleiche gemacht werden. Ganz streng müsste man zählen, wie viele Befehle drin vorkommen, aber die Zahl der Befehle wird etwa proportional zur Zahl der Vergleiche sein.
Der Zusammenhang sieht ganz schwer quadratisch aus, als ob hier ein Vielfaches vom Quadrat steht. Das können wir uns nochmal hier in der Theorie angucken oder im Programm angucken. Warum wird das quadratisch werden, die Anzahl der Vergleiche? Warum wird die quadratisch? Man guckt sich in der Tat an, wie oft denn jetzt welcher Teil des Algorithmus durchlaufen wird. Sie sehen, die äußere Vorschleife, die wird n mal durchlaufen, 0 bis n minus 1. Die äußere Vorschleife wird n mal durchlaufen. Die innere Vorschleife wird n minus 1 mal durchlaufen. An dieser Stelle komme ich also n mal n minus 1 mal vorbei. Wenn ich hier mit 1000 reingehe, würde ich hier 1000 mal 999 mal an dieser Stelle vorbeikommen. Dann können wir gucken, ob wir das auch richtig verstanden haben. Ich kann ja mal einfach den theoretischen Wert ausrechnen, dass ich sage, okay, ich würde annehmen in der Theorie, das ist n mal 1 weniger. Okay, das sieht noch gut aus. Sie sehen, unsere Theorie passt hundertprozentig mit der Funktion hier zusammen. Das war ja auch einfach. Diese Schleifen hier laufen immer bis zum Ende durch. Ich kann relativ einfach vorhersagen, ich kann total billig vorhersagen, wie häufig diese Schleifen ausgeführt werden. Jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Das hier ist noch nicht wirklich geschickt. Man kann es mit einer einfachen Maßnahme besser machen. Was fällt Ihnen ein, wie man das verbessern könnte? Wenn Sie sich hier das nochmal überlegen, vielleicht muss ich das nochmal etwas abstrakter malen. Im ersten Durchgang sorge ich dafür, dass alles einen Schritt weiter läuft, was zu schwer ist. Dann kommt der zweite Durchgang. Ich sorge dafür, dass alles, was größer ist, einen Schritt nach oben kommt. Der dritte Durchgang. Ich sorge dafür, dass alles, was größer ist, einen Schritt nach oben kommt. Fällt Ihnen dabei was auf, was man geschickter machen kann als bisher? Eine billige Art, das zu beschleunigen, wäre folgendes. Es kann ja schon passieren, dass ich irgendwann jetzt zwischendurch fertig bin. Mittendrin bin ich schon lange fertig. Dann möchte ich abbrechen. Wenn der zwischendurch schon sortiert ist, möchte ich jetzt nicht immer weiter machen, sondern einfach sagen, so jetzt aber Feierabend, jetzt hör auf. Also ich möchte mitkriegen, dass er schon sortiert ist und da nicht wieder von unten anfangen und die Bläschen aufsteigen zu lassen. Das wäre mein erster Gedanke. Wie kann ich mitkriegen, dass er zwischendurch schon längst sortiert ist? Genau, wenn Sie feststellen, Sie sind einmal durchgelaufen auf der Suche nach Bläschen, die man austauschen kann und es ist nichts passiert, dann ist das Ding sortiert. Ich habe noch andere Sachen, die man machen könnte. Der Anfang hier scheint relativ stabil zu sein, nur am Ende wird eher ausgetauscht. Aber das, was ich jetzt gerade vorführen will, ist einfach nur das hier. Wenn ich einmal durchgelaufen bin und ich habe nirgendwo getauscht, dann bin ich fertig. Dann scheinen sie ja alle in der richtigen Reihenfolge zu stehen. Also merke ich mir, ob ich irgendwo noch welche getauscht habe, in einer booleschen Variable sinnvollerweise. Ich werde überlegen, wie ich die nenne. Das Dümmste wäre natürlich, sie einfach dann zu nennen. Bin ich schon fertig, weil das Ding sortiert ist? Am Anfang werde ich natürlich sagen, ich bin noch nicht fertig. Und dann mache ich hier keine Vorschleife mehr, sondern ich sage, fange so lange unten an, wie du noch nicht fertig bist. While not done. Ja, was machen wir jetzt mit dem dann? Sie sehen, jetzt würde eine Endlosschleife laufen. Ich setze das dann auf false. Und sage, solange du nicht fertig bist, mach mal weiter. Das dann wird aber nie auf wahr gesetzt, also wird er jetzt hier in der Endlosschleife laufen. Was muss ich mit dem dann machen? Auf welche Werte setze ich dieses dann? Und wo tue ich das? Das dann soll mir am Ende dieses Durchgangs hier sagen, nachdem das vorher durchgelaufen ist, soll mir das dann sagen, ob in diesem Durchgang noch getauscht worden ist. Wenn getauscht worden ist, dann ist er im Zweifelsfall nicht fertig, dann ist false.
Wenn nicht getauscht worden ist, wenn hier kein einziges Mal getauscht worden ist, dann kann ich dann auf True setzen. Dann bin ich fertig, wenn kein einziges Mal getauscht worden ist. Das müssen wir jetzt irgendwie unterbringen, dass an irgendwelchen Stellen jetzt dann auf True oder auf False gesetzt wird. Wenn nie getauscht worden ist, soll dann auf True stehen. Dann sind wir fertig. Wenn auch nur ein einziges Mal getauscht worden ist, soll dann auf False stehen. Dann sind wir nicht fertig. Das schreibe ich da rein. Wenn auch nur ein einziges Mal getauscht worden ist, sind wir nicht fertig. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Ansonsten wollen wir ja fertig sein. Das heißt, ich müsste jetzt dann obendrein sagen, bevor wir jetzt hier anfangen, setzen wir mal dann auf True. Sowas. Solange wir nicht fertig sind, läuft die äußere Schleife. Jetzt sage ich spekulativ, ich bin fertig und gehe dann die ganzen Vertauschungen durch. Und sobald eine Vertauschung wirklich ausgeführt wird, sage ich, ich bin nicht fertig. Das heißt, es reicht eine Vertauschung hier, um ihn hier oben in die nächste Schleife gehen zu lassen. Man kann sich jetzt angucken, was das gebracht hat. Wahrscheinlich nicht viel, aber sehen wir mal gerade. Upsili, was habe ich als falsch gemacht? Ha, sehr schön. Wer in C True und False verwendet, sollte gefälligst auch Standard Bool inkludieren. So. Besser. Lass ihn einfach laufen. Ja, den lasse ich einfach laufen. So, 5, 16, wir können ja vergleichen. Das sind die neuen Werte. So sehen jetzt 16 statt 20, 54 statt 90, 323 statt 380, 1170 statt 1570. Es ist etwas besser geworden, aber jetzt nicht rasend viel schneller geworden. Auf jeden Fall hat man mit einer winzigen Änderung schon, na was weiß ich, 70% vielleicht, ja irgendwie 70% der ursprünglichen Anzahl nur noch mit einer billigen Änderung, ohne dass das Programm langsamer geworden wäre. Was ich hier habe, sind ja einfach jeweils Zufallszahlen. Das ist ja ein bisschen geflunkert. Ich habe es ja mit jeweils 5 Zahlen ausprobiert, mit 10 Zahlen, mit 20 Zahlen, mit 40 Zahlen, mit 80 Zahlen ausprobiert. Wenn diese Zahlen anders gewesen wären, wenn die zum Beispiel sortiert gewesen wären, wäre das viel schneller gewesen. Wenn Sie mit einer sortierten Folge reingehen, macht ihr ja nur den ersten Durchgang und stellt fest, ist sortiert und ist fertig. Also je nachdem, welche Zufallszahlen hier generiert worden sind für die 5, 10, 20 Zahlen, ist das Ergebnis ein anderes. Um das Ganze jetzt mal ein bisschen seriöser zu machen, müsste ich das mit mehreren Folgen an Zufallszahlen jeweils ausprobieren. Das baue ich jetzt noch ein. Also für jedes N baue ich jetzt obendrein noch ein, dass er mehrere Experimente macht. Er sagt, mit 5 probiere ich es x mal aus, mit 10 probiere ich es x mal aus. Jetzt nehmen wir denn das mal hier jetzt. Nehmen wir den R von wegen Runde oder sowas. R kleiner, da hätte ich jetzt auch gerne eine Variable dafür, oder eben keine Variable, sondern eine Konstante dafür, nennen wir sie const int. An der Stelle kann ich es mit const int in C schreiben, aber an der Stelle muss ich leider ein define haben, ist ein bisschen blödsinnig. Const int, wie nennen wir den mal? Number of rounds. Die schreibe ich mal in kleinen Buchstaben, obwohl die in C++ gerne groß geschrieben würde und in Java. Number of rounds, sagen wir mal, jedes Mal probiere ich 10 Mal aus. So, 10 Mal ausprobieren, nächste Runde. All das ist innen drin. Na, in der Form. Das Ganze 10 Mal machen. Was wären interessante Messergebnisse, wenn ich 10 Mal messe? Was könnte mich interessieren? Ich mache meinen Versuch hier 10 Mal jetzt. Was würde ich dann insgesamt ausgeben wollen? Wenn ich 10 Mal messe, eigentlich aus der Physik klar, dann interessiert mich der Mittelwert. Das wäre also die durchschnittliche Laufzeit.
Und mich würde auch noch der Größte interessieren, wie schlimm kann es maximal werden, wenn ich richtig Pech habe mit meinen Zufallszahlen oder was nachher eben sortiert werden soll, wenn ich richtig Pech habe, wie schlimm kann es denn überhaupt werden? Die beiden würde ich bauen, den Größten rausfinden und den Durchschnitt rausfinden. Jetzt muss man gerade sehen, wie man das geschickt macht. Für den Durchschnitt brauche ich die Summe. Na, die muss ich mir einfach nochmal irgendwo merken, ne? Nehmen wir in Average. Na, ich bestimme hier erstmal die Summe. Sowas mal. Erstmal die Summe bestimmen. So. Und für den größten, nehmen wir es einfach Maximum gleich 0. So. In der Summe werde ich den ganzen Kram jetzt aufsummieren. Wenn ich hier fertig bin, sage ich Summe ist plus gleich Count. Die aktuelle Zahl jeweils da drauf summieren und dann gebe ich hier eben die Summe durch die Anzahl der Runden aus. Wird zwar jetzt auch eine ganze Zahl gerundet, sei es so. Die Summe durch die Anzahl der Runden wäre der Durchschnittswert, den ich da habe. Und jetzt möchte ich obendrein auch noch das Maximum haben. Das hatte ich ja schon mitgepflegt. Ich kann ja schon mal hinschreiben, wie die Ausgabe sein wird. Schreibe vielleicht dann hier noch ein Prozent D davor. Drei Zahlen, drei Integers dezimal ausgeben, mit Leerzeichen dazwischen. Die Größe der Eingabe, den Durchschnittswert und jetzt nehmen wir als letztes noch Maximum. Den maximalen Wert. Komme ich jetzt auf einen Schirm? Ja. Wie komme ich an den maximalen Wert? Für die Summe summiere ich auf. Was mache ich jetzt fürs Maximum? In der Tat, Sie gucken jeweils nach, ob der neue größer ist als das bisherige Maximum. Sie pflegen das Maximum mit, das Maximum der ersten beiden, das Maximum der ersten drei, der ersten vier und so weiter. Und wenn der neue größer ist als das bisherige Maximum, Count größer Maximum, dann müssen Sie sich anscheinend den neuen merken. Das ist dann der bisher größte. Wir sagen Maximum gleich Count. So, okay, das müsste funktionieren. Wir sammeln jetzt also massiv Statistiken ein von diesem Algorithmus. So sieht es dann aus. Was habe ich jetzt also gelernt? Wenn ich mit 5 Zahlen zum Sortieren reingehe, braucht er im Mittel für diese Zahlen, die ich da jetzt gewürfelt habe, braucht er im Mittel 14 Vergleiche, aber schlimmstenfalls 20 Vergleiche. Wenn ich mit 10 Zahlen reingehe, braucht er im Mittel 64 Vergleiche für die Zahlen, die jetzt gewürfelt worden sind. Das ist ja kein stabiler Wert hier. Und schlimmstenfalls 90 Vergleiche. Haha, und was ist da passiert? In der Tat. Int ist zu klein. Int funktioniert ja hier auf der Maschine mit 16 Bit so, es geht bis 32.000 noch was. Und wenn Sie weiterzählen, haben Sie plötzlich dann minus 32.000 noch was, wegen Zweierkomplement. Der alte Ärger mit dem Zweierkomplement. Diese Zahl wird zu groß für den Int auf dieser Maschine. Also nehme ich einen Long, sinnvollerweise für alles, was hier zählt. Also hier werde ich dafür auch einen Long nehmen, man weiß ja nie. Beziehungsweise sollte man sich das vorher überlegen, wie groß es werden kann. Sicherheitshalber schreibe ich da jetzt mal einen Long. Das bleibt so. Wo habe ich den noch? Diese Summe hier sollte ich als Long machen. Das Maximum, sinnvollerweise dann auch als Long, wenn das hier ein Long ist. Okay. Und jetzt muss man bei dem Print noch sagen, mal gerade gucken, sagt der Compiler einem das? Wenn der Compiler nett ist, sagt er einem das sowieso. Oh ja, der Compiler ist nett und sagt uns das sowieso. Argument is incompatible with corresponding format string. Wieder eine sehr schöne Fehlermeldung. Er will mir sagen, diese Zahl hier, Summe durch irgendwas und diese Zahl hier, Maximum, passiert ja gleich zweimal, diese Zahlen passen nicht zu Prozent D. Prozent D gibt Integers aus, aber keine Long-Zahlen. Das ist hier jetzt Long durch Integer, ist Long und das hier hinten ist Long. Da will er ein LD haben. Langzahl dezimal ausgeben. So, aber nun. Okay, da
Das sieht besser aus. Es waren also 5000 irgendwas. Und nicht, was er uns da erzählt hat, wenn wir uns das angucken. Mal angucken hier, wie schön der Zusammenhang oder wie schlecht der Zusammenhang zwischen mittlerer Dauer und maximaler Dauer ist. Wo bin ich denn? Einfügen, Diagramm. Also Sie sehen, diese Beschleunigungsmaßnahme bringt im Endeffekt nicht viel. Was haben wir denn jetzt? Die orange Kurve, das ist der maximale Wert. Und die blaue Kurve ist der mittlere Wert. Unsere Beschleunigung hat nicht viel gebracht, denn wenn Sie gucken, 2090, 324, ist nicht viel besser geworden. Und wahrscheinlich, wenn man die richtigen Zufallszahlen würfelt, haben wir auch wieder hier 20, 90 und dann nicht 342, sondern wie hier 380 und 1560 statt der 1482, wenn jetzt nur die richtigen Zufallszahlen auftreten. Ich habe hier nur 10 verschiedene ausprobiert. Wenn ich das weiter ausprobiere, wird dieses Maximum, Worst Case heißt es gern, dieses Maximum wird sicherlich noch anwachsen und dann werden wir auf demselben Niveau sein wie vorne. Das sind so die beiden Laufzeiten, die man sich typischerweise anguckt. Was ist die mittlere Laufzeit und was ist die schlimmste Laufzeit? Average und Worst Case. Und was man angibt, ist typischerweise nicht hier jetzt direkt die konkrete Formel n mal n minus 1 oder was wir Ähnliches hatten, sondern ich gebe das asymptotische Wachstum an, wie sich das nennt. Wächst diese Kurve quadratisch, linear, kubisch, wie auch immer? Also was man angibt, ist Folgendes, das asymptotische Wachstum. Ich habe, ich will gerade nochmal nachgucken, theoretisch eine Laufzeit von n mal n minus 1. Ja, falscher, da. Ich habe theoretisch eine Laufzeit von n mal n minus 1 mal irgendeine Konstante, dass ich wirklich die Anzahl der Befehle habe. N mal n minus 1 ist die Anzahl der Vergleiche. Mit der Optimierung ist es etwas besser geworden, war anscheinend nicht viel besser geworden. Mal irgendeine Konstante, um von der Anzahl der Vergleiche auf die Anzahl der Befehle zu kommen. Man beschreibt jetzt nur das Wachstum dieser Funktion. Wenn Sie das ausmultiplizieren, steht da ja c mal n Quadrat minus c mal n. Ich beschreibe nur das Wachstum dieser Funktion. Das heißt in diesem Fall dann Groß O von n Quadrat. So nennt sich das. Streng mathematisch müsste ich hier sogar schreiben, ist Element von. Viele Leute schreiben hier ein Gleich. Ich schreibe hier vielleicht jetzt mal ganz dreist ein Element. Dieses Groß O von n irgendwas soll eine Menge von Funktionen sein. Alle Funktionen, die asymptotisch wie n Quadrat wachsen. Asymptotisch wie n Quadrat wachsen soll heißen, wenn Sie das Verhältnis bilden, dieses c mal n Quadrat minus c mal n durch n Quadrat, dass dieses Verhältnis beschränkt bleibt. Diese Funktion hier ist schlimmstenfalls sowas wie ein Vielfaches mal n Quadrat. Das soll das heißen, das asymptotische Wachstum. Wenn Sie dieses Verhältnis bilden, die Funktion durch n Quadrat, wird es beschränkt bleiben, wenn n über alle Grenzen wächst. Und das kann man leicht nachrechnen. Sie sehen, c mal n Quadrat durch n Quadrat ist c minus c mal n durch n Quadrat ist c durch n. Das wird auf jeden Fall kleiner gleich c bleiben. Das bleibt beschränkt, wenn n Quadrat über alle Grenzen wächst. Gäbe es noch andere Klassen an Funktionen? Also das ist jetzt sicherlich eine Funktion von der Klasse, die höchstens so schnell wächst wie n Quadrat. Was wäre eine garantiert größere Klasse an Funktionen? Wo ist diese Funktion hier auch drin?
an die dachte ich gerade, nicht an die E-Funktion, aber Sie haben recht, das wäre garantiert auch in O von E hoch N. Wenn Sie das hier durch E hoch N teilen, dasselbe durch E hoch N, ein Polynom durch E hoch N, ist das ja nicht nur beschränkt, es geht sogar gegen 0. Das E hoch N wird garantiert gewinnen in Unendlichen. Also es ist garantiert in dieser Klasse auch. An was ich jetzt dachte, war eigentlich N hoch 3. Wenn Sie hier durch N hoch 3 teilen, ist es auch garantiert beschränkt. Aber es ist nicht in der Klasse, wie schreibe ich das jetzt mal hier oben, es ist nicht in der Klasse O von N. Das ist nicht in dieser linearen Klasse. Das wächst stärker als linear. Wenn Sie hier unten nur durch N teilen, steht hier C mal N und das ist garantiert nicht beschränkt. Also in der Klasse ist es nicht. Es ist in der Klasse der Funktionen, die asymptotisch quadratisch wachsen oder langsamer. Nicht in der Klasse, die asymptotisch linear wachsen oder langsamer. Mit dieser O von Groß O von irgendwas Notation schlägt man sich dann an dieser Stelle bei den Algorithmen von morgens bis abends rum. Zu welcher Klasse von Algorithmen gehört dieser Algorithmus? Der gehört zu dieser Klasse von Algorithmen und deshalb gehört er automatisch zu dieser Klasse von Algorithmen mit n hoch 3 und n hoch 42 und deshalb gehört er automatisch zur Klasse von Algorithmen mit e hoch n. Die sind nun wirklich super langsam. Also das ist so eine Abstraktion der Laufzeit. Man guckt sich nicht an, wie viele Sekunden läuft das Ding oder eigentlich ja auch nicht mehr, wie viele Befehle muss der Prozessor ausführen, sondern man guckt sich ganz abstrakt an, wie diese Laufzeit wächst. Wenn ich die Anzahl meiner Eingabe, die Größe meiner Eingabe verzehnfache, wird dieser Algorithmus im Endeffekt die Laufzeit höchstens verhundertfachen. Und wenn ich meine Eingabegröße verhundertfache, wird dieser Algorithmus dann die Laufzeit im Endeffekt höchstens verzehntausendfachen. Das ist der Gedanke im Hintergrund. Ist dann nicht hundertprozentig das, was dann auch hier rauskommt, aber das ist der Gedanke im Hintergrund. Wenn ich meine Eingabegröße um so und so viel ändere, was wird passieren mit der Laufzeit des Algorithmus? Das hat man damit im Endeffekt dargestellt. Asymptotisch für sehr große n. Man weiß nicht, was für kleine n passiert, was das Ganze so ein bisschen zweifelhaft macht. Die theoretischen Informatiker beschäftigen sich hier dann eben Jahre mit solchen Abschätzungen über Laufzeiten. Aber es kann sein, dass das in der Praxis völlig irrelevant ist, was sie da produzieren. Sie können haben, dass ein Algorithmus quadratische Laufzeit hat. Das wäre vielleicht ein bisschen ungeschickt, wenn er so wächst, vielleicht so. Und dieses hier quadratisch hochgeht. Dass dieser Algorithmus O von n Quadrat ist, weil das hier dann zum Schluss maximal eine Parabel wird. Es kann Ihnen aber passieren, dass Sie einen Algorithmus haben, der scheinbar schlechter ist, O von e hoch n. Das wäre super schlecht normalerweise. Aber der Algorithmus mit O von e hoch n kann im wahren Leben so eine Laufzeit haben, dass der für alle Anzahlen, die interessant sind, vielleicht ist das von n gleich 0 bis n gleich 1 Million, immer noch besser ist als der. Also die theoretische Untersuchung über dieses asymptotische Wachstum muss man mit sehr viel Körnchen Salz genießen. Es kann sein, dass ein Algorithmus, der auf dem Papier super schlecht aussieht, in der wahren Welt schneller ist als ein Algorithmus, der auf dem Papier, sagen wir mal, besser aussieht. N Quadrat wäre nicht gut, aber er sähe zumindest besser aus auf dem Papier. Weil der Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen, dass die ganz flach anfängt und dann explodiert, einfach von diesem Groß O nicht erfasst wird. Also Vorsicht an der Stelle. Typischerweise kann man mit diesen Abschätzungen was anfangen, aber man muss sie mit einem Körnchen Salz nehmen. So, das wäre unser Standardalgorithmus jetzt hier gewesen. Bubble Sort. Netterweise ist in den meisten Bibliotheken eine Sortierfunktion eingebaut. Also bevor Sie anfangen, sowas selbst zu programmieren und dabei etwas bauen, das dann sehr langsam wird im Zweifelsfall oder vielleicht sogar fehlerhaft ist, benutzen Sie das, was eingebaut ist. Ich zeige mal jetzt im Verhältnis dazu, was die eingebaute Funktion kann. Die nennt sich in C Q-Sort.
was an Quicksort erinnern soll. Es ist im Standard nicht festgelegt, dass das ein Quicksort sein muss. Es wäre keine dumme Wahl dafür. Man weiß aus dem C-Standard nur, wie sich die Funktion von außen verhält, nicht wie sie innen gebaut ist, auch wenn sie Q-Sort heißt. Q-Sort, upsala, Q-Sort, Quicksort. Soll das sagen, aber wie gesagt, man weiß nicht, was drinnen steckt, sie heißt einfach Q-Sort und ist auch hier in der Standard-Lib definiert. Diesem Q-Sort gebe ich auch wieder das Array, was sortiert werden soll. Ich gebe ihm wieder die Anzahl der Elemente, die in diesem Array stehen, zum Sortieren. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Solche Bibliotheksfunktionen sind dazu gedacht, mit allem möglichen Krempel zurechtzukommen. Diese Bibliotheksfunktion soll Integer sortieren können, sie soll Zeichenketten sortieren können, sie soll Warenkörbe sortieren können, sie soll Telefonnummern-Einträge sortieren können, alles Mögliche soll sie sortieren können. Das Ungeschickte ist, dass sie erstens nicht weiß, wie groß so ein Datensatz ist. Ich sage hier, was das Array ist und wie viel drinnen stehen. Jetzt muss ich auch noch sagen, wie groß das ist. Das ist das dritte Argument. Und dann muss ich hier auch noch sagen, wie denn zwei Telefonnummern verglichen werden oder wie zwei Zeichenketten verglichen werden oder wie zwei Warenkörbe verglichen werden. Das kann C ja ab Werk nicht wissen. Dafür sind diese beiden hier nötig. Das habe ich hier bei meinem Bubble-Sort eingebaut. Der weiß, da sind Integers und er weiß, wie er Integers vergleicht. Hier bei dieser allgemeinen Quicksort-Funktion muss ich das sagen. Ich sage ihm erstmal, wie groß die einzelnen Datensätze sind, die diesem Array stehen. Dafür gibt es hier wieder das sizeOf. Und zwar in diesem Fall natürlich von int, was auf dieser Maschine einfach 2 ist. Ein Integer hat auf dieser Maschine 2 Bytes, 16 Bit. Könnt ihr auch 2 reinschreiben, aber dann würden sie es für einen anderen Prozessor kompilieren, zum Beispiel für ein Pentium kompilieren und feststellen, stimmt vielleicht nicht mehr, dass es nicht mehr 2 sind, sondern plötzlich 4 sind. Das ist die sichere Wahl, schreiben Sie da nicht 2 rein, sondern schreiben Sie rein die Größe eines int in Byte. Dann stimmt es auf jeden Fall. Und hier hinten, ja, das ist jetzt überraschend, muss ich sagen, wie er den 2 vergleichen kann. Ich kann ihm hier alles Mögliche vor die Füße werfen an Elementen, nicht nur ganze Zahlen, aber zum Ausgleich muss ich dann sagen, wie er 2 davon vergleichen soll. Ich nenne die Funktion, die ich da jetzt übergebe, zum Vergleichen mal einfach compare. Sie geben ihm eine Funktion. Der Quicksort-Algorithmus ruft diese Funktion auf. So was hat man im Praktikum ja schon mal, dass das System ihre Funktion aufruft. Hier kommt das wieder vor. Quicksort ruft meine Funktion auf, vergleicht damit 2 Einträge. Ich weiß selbst hoffentlich, wie ich 2 Einträge vergleichen kann. Das mache ich mit diesem Compare hier. Also ich brauche jetzt eine Funktion. Schreibe ich die davor. Eine Funktion, die ich jetzt Compare nenne. Können Sie auch Karl nennen. Dann schreiben Sie hier unten Karl und schreiben da oben auch Karl. Und der C-Standard gibt vor, wie diese Funktion aussehen muss, damit es funktioniert. Und zwar gibt sie eine ganze Zahl zurück und sie kriegt 2 Sachen übergeben. Ich schreibe das erstmal so hin. Diese Compare-Funktion kriegt 2 Sachen und soll mit einer ganzen Zahl sagen, die sie dann zurückgibt, wenn ich mal das Schweifklammerchen finde. Da ist es. Und soll mit einer ganzen Zahl sagen, ob der vordere größer ist als der hintere, ob der vordere gleich dem hinteren ist oder ob der hintere größer ist als der vordere. Der Algorithmus gibt Ihnen also 2 zum Vergleichen. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus. Const void Sternchen x, der eine zum Vergleichen und der andere const void Sternchen y, der andere zum Vergleichen. Auf dieses Void-Sternchen will ich eigentlich gar nicht so viel eingehen. Ein bisschen abgedreht. Ansatzweise, was das bedeutet. Was er Ihnen gibt, ist die Hausnummer eines Dings im Speicher. Er weiß ja noch gar nicht, was da steht. Stehen da Kundennummern, stehen da Eurobeträge, stehen da Zeichenketten? Die Quicksort-Funktion weiß nicht, was da steht im Speicher. Was sie Ihnen gibt, ist ein Zeiger auf irgendwas im Speicher. Das ist sowas. Void-Sternchen ist ein Zeiger auf irgendwas. Void kennen wir als... Ich lasse einen
Ich gebe keinen Parameter für eine Funktion oder ich gebe nichts zurück. An dieser Stelle heißt es, ein Zeiger auf irgendwas. Dieses X ist ein Zeiger auf irgendwas. Das System weiß nicht, worauf es zeigt. Und das, was da steht, fasse ich nicht an. Das sagt dieses Const. Der Wert, der an der Stelle steht, wird unverändert gelassen. Das als Idee können Sie ansonsten ignorieren. Ich kriege zwei Sachen, die ich vergleichen soll. Das ist der Gedanke dahinter. Und mit dieser Compare-Funktion soll ich jetzt sagen, ob der eine größer ist, der andere größer ist, ob beide gleich sind, in welcher Reihenfolge die stehen sollen. Der eine zuerst, der andere zuerst. Oder ob es egal ist, weil die gleich sind. Jetzt kommt noch ein kleiner technischer Trick. Ich muss ja wieder auf meine ganzen Zahlen kommen. Hier habe ich einen Zeiger auf irgendwas. Dieses X ist ein Zeiger auf irgendwas. Den verwandle ich in einen Zeiger auf einen Int, weil ich weiß, dass in meiner Liste Integers stehen, kann ich das machen und dann nehme ich diesen Zeiger auf einen Int und hole den Wert raus. Wenn das nicht total klar ist, können Sie es an der Stelle auch ignorieren. Mir geht es jetzt hier heute um die Laufzeit und nicht um diese technischen Tricks hier mit X. Also ich hole aus dem ersten den echten Wert raus und ich hole aus dem zweiten den echten Wert raus. Und diese Compare-Funktion soll jetzt melden, ob der erste größer ist oder der zweite größer ist oder ob beide gleich sind. Wenn der erste größer ist, so steht es dann im Standard, wenn der erste größer ist als der zweite, soll diese Compare-Funktion eine positive Zahl zurückgeben. Größer ist als der zweite, geben wir eine positive Zahl zurück, sinnvollerweise eine 1, die dümmste positive Zahl. Wenn, da brauche ich eigentlich kein else wegen des Returns, aber sieht irgendwie schöner aus, wenn die beiden gleich sind, gebe ich 0 zurück, das sagt der Standard. Wenn die Reihenfolge egal ist, beide sind gleich, gebe ein 0 zurück und ansonsten gebe eine negative Zahl zurück, dann ist der zweite größer gewesen. So. Also dieser Algorithmus, der vorgegeben ist, der Quicksort-Algorithmus, ruft meine Funktion auf. Wenn immer was zu vergleichen ist, ruft er meine Funktion auf. Ich kann ihm die Liste geben, ich sage ihm, es sind 6 Stück in der Liste, ich sage ihm, jedes davon ist 2 Bytes lang und ich sage ihm, wie 2 davon verglichen werden sollen. Und dann ist das komplett abstrahiert. Dann nimmt sich der Algorithmus einfach nur noch, was da in irgendwelchen Bits steht und schiebt das durch die Gegend. Er muss nicht wissen, dass das Zahlen sind oder Telefonnummern. Ganz losgelöst von allem, was da konkret steht. Jetzt muss ich aber nur noch dafür sorgen, dass er auch noch mitzählt, das Count hier. Also bei jedem Aufruf, setze ich da oben rein, bei jedem Aufruf soll er dann einfach mitzählen. Eben habe ich jedes Vergleichen mitgezählt und hier zähle ich eben auch jedes Vergleichen mit. Und dann können wir das Ganze mal in Relation setzen zu dem Bubble Sort. Jetzt dasselbe mit dem eingebauten Vergleich. Einmal nochmal gucken, ob der eingebaute Vergleich auch wirklich funktioniert. Kann nicht schaden. Also erstmal da ein Breakpoint davor und gucken, ob es hinhaut. So, bevor der ausgeführt ist, steht da eine Folge von 5 Zufallszahlen. Jetzt rufe ich die Funktion auf. Wunderschön, und sie hat es mir sortiert, von klein nach groß, wie sich das gehört. Also scheint soweit zu funktionieren. Nehme mal den Breakpoint wieder raus und lasse ihn mal bis zu Ende laufen. So, das hat er jetzt an Messwerten, wenn Sie wollen, für die eingebaute Funktion. Schreibe ich das mal nett zusammen. Ich schreibe es erstmal hier irgendwo in die Ecke. Das war unser Bubble Sort noch. Und nun der eingebaute Q-Sort. Zeichen. Wenn Sie sich das angucken, da unten hatte ich maximal 5700 irgendwas und der Bubble Sort kommt hier mit maximal 800, wenn er 80 sortiert. Das ist also um Klassen besser. Ich schmeiße das mal in ein Diagramm vielleicht. Und das hier ist Bubble Mittelwert gewesen. Average. Das hier war Bubble
Worst Case, der PC ist blöd abgeschnitten, sagen wir mal Max. Jetzt nehmen wir hier den Q-Sort, Mittelwert. Na, das ist der Mittelwert für den Q-Sort. Und wir nehmen mal den Max für den Q-Sort. Haben wir den vergessen und das hier ist N. Einfügen, einfügen, da, Diagramm, XY. Okay, so sieht's aus. Sie sehen auch bei diesem Quicksort, scheint das Maximum, ich habe Max vergessen, bei diesem Quicksort scheint das Maximum nicht weit über dem Mittelwert zu liegen. Da muss ich gleich noch was sagen. Der Eindruck täuscht. Es hängt ja davon ab, was für Zufallszahlen man reingeschmissen hat. Mit den üblichen Zufallszahlen muss man sehr viele Werte ausprobieren, um wirklich auf den schlimmsten Wert zu kommen für den Q-Sort. Was man hier eher daraus ablesen kann, ist, dass der Q-Sort relativ stabil weit, weit, weit unter dem Bubble-Sort bleibt. Die Form dieser Kurve kann man jetzt noch nicht ganz erkennen. Man müsste viel mehr Datensätze nehmen. Das scheint erstmal hier linear zu sein, aber wenn man ein bisschen weiter baut, sieht man, das ist nicht linear. Das nimmt schon einen leichten Knick nach oben, aber nicht so ganz so stark wie x². Das können wir uns gerade nochmal für den Quicksort überlegen, wenn es denn ein Quicksort ist. Also ich weiß laut Standard nicht, dass diese Funktion, eingebaute Funktion Q-Sort wirklich ein Quicksort ist. Sie heißt nur traditionellerweise so. Wenn sie einer wäre, kann man sich überlegen, wie denn das Laufzeitverhalten sein muss. Wenn wir den Bubble-Sort haben, haben wir uns n Quadrat überlegt. Und bei dem Q-Sort, Quicksort, wenn es einer ist, kann man sich es auch noch überlegen. Quicksort hat folgenden Gedanken. Ich nehme mir die Elemente, die sortiert werden sollen, ernenne einen davon zum Dreh- und Angelpunkt, Pivot, welchen auch immer, man kann sich irgendeinen aussuchen. Eine gute Strategie ist, wirklich zufällig einen zu nehmen. Man kann aber auch einfach den letzten nehmen. Den ernennt man zum Dreh- und Angelpunkt, Pivot. Und nun sorgt man dafür durch Vertauschung, dass alle, die größer sind, rechts von dem einsortiert werden, von dem Pivot einsortiert werden, und dass alle, die kleiner sind, links davon einsortiert werden. Das kriegt man mit einfachen Vertauschungen hin. Was ich damit im ersten Schritt auf jeden Fall erreicht habe, ist, dass alle Zahlen kleiner als dieser Dreh- und Angelpunkt links stehen, alle Zahlen größer davon rechts stehen. Das heißt, der hier, der steht schon an der richtigen Stelle. Es kann sein, dass hier nochmal umgetauscht werden muss, wenn alle kleineren Zahlen dastehen. Und wenn hier alle größeren Zahlen dastehen, kann natürlich sein, dass hier nochmal umgetauscht werden muss. Da sollte ich wirklich nochmal Beispiele dran schreiben. Stellen Sie sich vor, was könnte das sein, sagen wir 42, und hier habe ich was drinnen wie 13 und 98 und 17 und 7. Dann würde im ersten Schritt erreicht werden, dass die 98 auf der Seite steht und dass die 7 und die 17 und die 13 auf der Seite stehen. Es ist nicht gewährleistet, dass die hier in der richtigen Reihenfolge stehen. Nur, dass alle, die kleiner sind als diese 42, links davon stehen, alle, die größer sind, rechts davon stehen. Das kriege ich einfach durch Vertauschen hin. Ich kann mir zum Beispiel angucken, der links davon, ist der größer als 42, dann vertausche ich die beiden. Dann steht der schon mal auf der anderen Seite. Und dann gucke ich mir wieder den links davon an. Wir sehen, da würde ich jetzt noch nicht alle mitkriegen, die da hinten noch stehen, und ein bisschen raffinierter angehen. Will ich jetzt aber gar nicht vorführen. Das kriegt man relativ billig hin. Alle, die kleiner sind, nach links. Alle, die größer sind, nach rechts. Und dann macht man das Ganze nochmal. Teile und herrsche ist so ein übliches Prinzip bei den Algorithmen. Man sucht sich hier ein solches Pivot-Element und macht das Ganze nochmal. Alle, die kleiner sind als das, auf die linke Seite, alle, die größer sind als das, auf die rechte Seite. Und das macht man hier nochmal und das macht man hier nochmal. Immer wieder, bis man fertig ist.
Das sieht total kompliziert aus und man kann sich auch höllisch verprogrammieren, wenn man das baut. Aber das wird schneller werden als der Bubble Sort. Das ist ein wesentlich intelligenteres Verfahren als der Bubble Sort. Können wir uns mal grob überlegen, wie viele Vergleiche man braucht. Die Anzahl der Vergleiche. Um das hier zu sortieren, ich habe n Elemente, vergleiche ich hier mit dem letzten n. Jedes davon vergleiche ich mit dem letzten. Die kleiner sind, schreibe ich nach vorne, die größer sind, schreibe ich nach hinten. Das heißt, hier habe ich im Endeffekt ungefähr n Vergleiche, eigentlich nicht n, sondern ein weniger. Das macht für große n jetzt keinen großen Unterschied. Im nächsten Schritt, wenn Sie jetzt hier aufteilen und hier oben nochmal aufteilen, soll das so malen, dass es auch korrekt aussieht. So, hier oben nochmal aufteilen. Wie viele Vergleiche brauchen Sie hier? Wenn das hier wirklich in der Mitte aufgeteilt ist, wäre das hier ungefähr n halbe. Sie müssen n halbe Sachen mit dem einen Pivot-Element vergleichen. Und hier müssen Sie nochmal etwa n halbe mit dem einen Pivot-Element vergleichen. N halbe plus n halbe sind wieder ungefähr n. Wenn man das jetzt noch eins weiter treibt, wenn das hier gleichmäßig aufgeteilt wäre, dass es n Viertel, n Viertel, n Viertel ist, dann müsste ich hier etwa n Viertel vergleichen mit dem Pivot-Element, nochmal n Viertel mit dem Pivot-Element, nochmal, viermal n Viertel ist schon wieder n. In jeder Generation sozusagen sind es ungefähr n Vergleiche. Wie viele von diesen Generationen habe ich ungefähr? Ich höre auf zu sortieren, wenn hier unten nur noch ein einziges Element jeweils steht. Dann brauche ich nicht mehr nach links und rechts zu schieben. Die Frage ist also im Endeffekt, wenn ich n Elemente gegeben habe, wie häufig ich durch zwei teilen kann. Pi mal Daumen durch zwei teilen kann. Das muss ja nicht in der Mitte liegen, aber im Mittel wird es ungefähr in der Mitte liegen. Wie häufig kann ich fortlaufend durch zwei teilen? Hier sind es zwei Elemente, da sind es vier Teile, da sind es acht Teile, 16 Teile. Zum Schluss ist das dann einfach der Zweierlogarithmus. Ich schreibe mal vielleicht log 2 von n. So viele Generationen, so viele Schichten werde ich hier untereinander haben, wie oft ich durch zwei teilen kann. Wenn es hier oben 32 sind, brauche ich vielleicht 5 von den Generationen. Wenn es 64 sind, brauche ich ungefähr 6 von diesen Generationen. Logarithmus 2 von n. Und dann komme ich Pi mal Daumen, das ist natürlich keine seriöse Herleitung, aber Pi mal Daumen komme ich dann drauf, okay, das Ding wird n mal Zweierlogarithmus aus n Vergleiche benötigen. Also würde ich vermuten, im Mittel n mal den Zweierlogarithmus aus n Vergleiche. Das würde ich vermuten. Da können sich die Informatiker natürlich dann eine ganze Woche lang mit beschäftigen, das sauber herzuleiten. Aber so haben wir schon mal eine Hausnummer. Das könnte man hier jetzt ja nochmal ganz frech daneben schreiben. Was heißt das? Da hier nochmal Q-Sort Max war das. Unsere banale Theorie wäre also, das ist die Zahl n mal den Zweierlogarithmus log von n Prozent 2. Das wäre unsere banale Theorie. Denn das ist jetzt nicht völlig abwegig. Für so etwas, was man einfach nur aus der Tasche zieht, sieht es nicht ganz so falsch aus. Nicht? Statt 668 gemessen kriege ich 506 raus, statt 110 gemessen, 86 gemessen. Für irgendwas, was man so händewedelnd aus der Tasche zieht, keine schlechte Idee. Der Quicksort ist von dieser Klasse. N mal log n, so schreibt man das dann auf. Also er ist nicht von der Klasse ON, er ist nicht linear, sondern etwas schlechter, aber ist nicht viel schlechter. Er ist besser als n².
Der Logarithmus ist ja eine langsam wachsende Funktion. N log n ist irgendwo zwischen Quadrat und der Geraden, auf halbem Wege dazwischen wächst dieser Quicksort mit seiner Laufzeit, n log n. Das ist auch das übliche Verhalten für gute Suchverfahren. Der Bubble Sort wächst mit n Quadrat im Mittel, der Quicksort wächst mit n log n. Und wenn man sich das ganz genau anguckt, das ist eben wie gesagt im Mittel, man muss sich eigentlich auch noch angucken, wie schlimm es denn maximal werden kann. Und diese Zahlen hier trügen. Wenn ich wirklich gut verlesene Zufallszahlen habe, die extrem schlecht fallen, dann wird das hier auch wieder quadratisch werden. Das ist das Komische beim Quicksort. Der ist im Mittel n log n, relativ schnell. Aber wenn ich richtig Pech habe mit den Zufallszahlen oder mit was auch immer ich sortiere, wird das quadratisch werden. Und Sie sehen, mit den paar Zufallszahlen, die ich hier gezogen habe, wird es nie so schlecht. Man muss wirklich sehr lange ziehen, bis man den ganz schlechten Fall erwischt. Der ganz schlechte Fall wäre, dass er hier immer einen einzigen zur Seite stellt. Der steht ganz alleine und dieses hier gibt es gar nicht. Der steht weiterhin da ganz auf der Seite und dann steht er da wieder ganz auf der Seite. Dann brauche ich etwa größenordnungsmäßig n Durchgänge und jeweils größenordnungsmäßig n Vergleiche und ich habe wieder was von O2, also der Worst Case bei dem hier ist tatsächlich O von n Quadrat. Aber das, was einen typischerweise interessiert, ist richtig schnell. Und das zählt in der Praxis. Und deshalb ist dieser Algorithmus eingebaut. Mit den typischen Fällen ist der super schnell und relativ einfach noch zu behandeln.